Recht herzlich willkommen zur 201. Folge von City Skylines. Ja, wir haben letztes Mal hier unten irgendwo die Straße bearbeitet, die da von der Autobahn runterkommen. Und ich glaube, das war hier. Und da haben wir hier irgendwo die Vorfahrtsregel geändert. Ne? Wo war das? Hier oben, da und hier haben wir, glaube ich, stopp, das ist verkehrt. Wir müssen dahin. Ja, genau. Da haben wir aus der Autobahnabfahrt eine Vorfahrtsstraße gemacht, damit da der Verkehr fließt. Hier ist er interessant auch. Hier ist aber eine Ampel und das kann so bleiben. Ja, da müssen wir gucken, dass wir das weiter favorisieren in der Hinsicht mit solchen Dingen. Ja, hier ist jetzt echt die Frage. Bei dieser Straße zum Beispiel staut sich's da bis zur nächsten Kreuzung zurück. Und hier im Wohngebiet genauso. Also die Ampel ist jetzt nicht so der Bringer. Und da sieht es genauso aus, sogar noch schlimmer, weil hier ist gar keine Regelung. Und dann machen wir da mal eine Ampel hin und gucken, wie sich das dann regelt. Hier ist eine Ampel. Ja, da müsste man die Ampel jetzt noch einstellen können, ne? Das ist das Problem, ne? Die ist jetzt taktgleich. Ah, guck, jetzt haben wir hier schon den Rückstau doch noch hier hin. Natürlich ist hier jetzt leer, ne? Ist auch klar. Hier ist jetzt super eigentlich alles, aber wie gehen wir hier weiter vor? Das ist die Frage. Staut sich noch eine ganze Kreuzung weiter. Und selbst hier steht noch dann alles im Stau, ne? So, das wäre jetzt zu überlegen. Aus dieser Straße brauchen wir keine. Das würde ich jetzt so machen, dass die Straße auf jeden Fall Vorrang hat. Weil hier stehen ja kaum Fahrzeuge, ne? Die Fahrzeuge stehen da und da und das sollte die Vorfahrtsstraße dann werden. Kann aber nicht weiter gelingen, weil hier ja der Rückstau entsteht, weil da die Stoppstraße ist. Und wenn wir das so machen, bringt uns das auch nicht weiter, weil hier noch das ist. Und wenn wir das so machen, dann funktioniert das ganz schlecht, ne? Wenn man jetzt hier eine Stoppstraße rausmacht, dann haben wir den Stau wieder auf der Autobahn. Ja, es ist verteufelt hier, ne? Jetzt sieht es so aus, als ob es hier vielleicht fließt. Ja, weiß ich auch nicht. Das ist also ganz schlecht in dem Sinne. Hier kannst du die Kreuzung auch so machen. Jetzt staut sich's hier, was hier auch nichts bringt, ne? Ampel weg, Stoppstraße dahin, damit es schneller fließt. Ja, die fahren alle auf der Autobahn. Alle auf der rechten Spur. Und jetzt haben wir hier den Stau, der wieder bis auf die Autobahn geht. Das ist doof. So, jetzt wollen wir, dass die von der Autobahn wieder schneller weg sind. Wir machen da eine Stoppstraße hin und schon ist es schlecht. Obwohl die ja gleich weg sind und dann sollte es vielleicht gehen. Also hier ist das Problem, dass die nicht schnell genug da rumkommen. Fließt aber jetzt schon besser. Vielleicht hört das ja hier gleich wieder auf, dass die Bahn frei wird, also die Abfahrt frei wird und dann sollte es auch wieder besser hier fließen, oder? Also hier ist ja jetzt schon mal kein Rückstau mehr. Das ist schon mal gut. Hier kommen nur ab und an, das heißt, die anderen fahren auch relativ häufig.
Ja, das ist hier schwierig, ne? Und der Anhänger, der fuhr ja gerade ganz rasant darunter, der Wohnwagenanhänger. Ja. Also wenn die mal mehr fahren würden, ne, dann würde das ja alles funktionieren. Die kommen immer stoßweise. Also hier ist kein Rückstau mehr, ne? Das ist definitiv klar. Das hat sich hier erübrigt. Die könnten da ganz zügig fahren, wenn die das hier hinkriegen würden, da drauf zu fahren. Und jetzt ist nur die Frage. Die fahren alle links. Ne, doch nicht. Da ist jetzt mal einer rechts gefahren. Die meisten fahren aber links. Kann man hier eigentlich sagen, nur rechts abbiegen zum Beispiel? Das wäre noch ein interessantes Feature, ne? Das wäre noch ein sehr interessantes Feature. Wie man sieht, fahren fast alle links. Ja, und hier müsste man eigentlich sagen, dass diese Kreuzung noch davor ist, weil viele fahren ja hier rein. Und wenn da viele da reinfahren, dann müsste man nur dieses Haus hier gerade wegreißen. Machen wir auch. Und basteln die Autobahnabfahrt mal anders. Oh, das war jetzt schlecht. Das ist fehlgeschlagen. ja, sechsspurige Straße bestimmt, oder? So. Ach so, okay. Jetzt haben wir da eine dreispurige Straße. Warte mal, dann macht das da auch noch hin. Wir haben da nur eine 2. Ne, ist auch vorher schon dreispurig gewesen. Okay. Aber jetzt müssen wir dieses hier noch bauen. So, und dann müssen wir dort. Müssen wir oder müssen wir nicht? Gute Frage, ne? Wie sind denn jetzt die Schilder da? Also da ist eine Ampel, die soll weg. Das heißt, das muss weg, das muss an, das dahin, Ampel so, passt. Und hier? Ich glaube, das Stück nehmen wir weg. Ja. Jetzt wollen wir hoffen, dass das mit der Zeit jetzt hier besser wird. Also hier oben ist alles, also hier vorne ist alles gut. Den Stau auf der Autobahn haben wir weg. Jetzt haben wir nur den Rückstau hier. Der sich bis hier hinzieht. Oh, dieses Tatütata, ne? Das ist ja manchmal ganz schön krass, oder? So, jetzt haben wir hier den Verkehr. Überall staut sich's. Selbst bis hier rein. Na, das war jetzt ganz schlecht, das Abreißwerkzeug noch anzuhaben. Das sind die mit den Bäumen, die müssen da wieder hin, ne? So, jetzt nochmal hier hin. Ne, nochmal da. 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 Naja, aber irgendwie läuft es jetzt da. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir weiterkommen, ne? Okay. Ja.
Dann würde ich sagen, kümmern wir uns. Ich mache erst eine Pause. Mir ist das jetzt hier gerade etwas zu schwierig. Wie das weitergehen soll, muss ich mir nochmal genau überlegen. Und ich mache erstmal hier eine Pause und ja, würde sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.